Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wie immer in 21 Zonen. 9? Okay, das ist jetzt überraschend gewesen. So, wir sollen hier diesen Schein untersuchen. Und wir haben sie wieder gefunden. Allerdings als Geist und sie hat keine Maske. Wobei sie hatte die gleiche Frisur, wie wir sie in den letzten beiden Episoden gesehen hatten. Falls ihr sie verpasst habt, oben jetzt auf E-Symbol klicken. Aber mal gucken. Cool, das habe ich auch gerne in der Schule gesagt. Nichts. Gut, dann untersuchen wir es weiter. Wo ist dieser Typ? Er kann doch nicht einfach so plötzlich in Luft auflösen. Und vor allem Typ. War das ein Typ? Ich glaube eher weniger, oder? Ist das Eis oder Elektrizität? Das ist Eis. Eis brauche ich doch. Eis brauche ich für Kea. Ich habe Ember. Eigentlich voll abgelenkt. Und ich weiß, in der letzten Episode habe ich gesagt, ich sollte eigentlich in dieser Episode mal meine Dings weitermachen. Mein Stufenaufstieg. Aber ich finde es gerade viel spannender, das zu machen. Ah, zack, 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 zack. Die Puppe bleibt schön im Feuer. Hit. Oh Gott. Ja, ich bin stecken geblieben. Also. Zack, ich bin wieder stecken geblieben. Zack. Alter, das geht instant weg. So. Kriege ich denn jetzt so Eis-Items, die ich für Kea brauche? Nebelgraspollen. Okay. Sieht nicht so aus. Ich hätte was anderes erwartet. Aber gut. Zurück zum Text, zurück zur Story. Da ist wieder so eine Statue. Das erinnert mich irgendwie an Pokémon Diamant und Perle. Da gab es nämlich dieses Gruselhaus, dieses verlassene Haus. Und ich habe halt etwas entdeckt, was ich jahrelang im Internet nicht gefunden habe. Dass da zum Beispiel, wenn man die Räume, wie war das, von links nach rechts durchgeht und dann wieder zurückgeht, erscheint im letzten Raum wieder so ein Mädchen mit roten Augen und die geht wieder. Und ich weiß, in anderen Pokémon-Editionen gibt es das öfters. Nur in dieser Edition habe ich nichts gefunden, viele Jahre lang. Und das wirkt mir gerade so ein bisschen, dass sie dann so despawnt und so. Aber eine Fuchsstatue. Ja, es ist die gleiche wie die, wie im Dorf Konda. Ah, okay, also doch. Aber Paimon sieht darin kein Omamori. Oder ist das Omamori versteckt worden? Das ist wieder so ein lästiges Geheimnis, nicht wahr? Wir sind ein gutes Team. Hey, oder? Der Dorfvorsteher hat uns alles erzählt. Warte, hier steht etwas. Die Omamori wurde im Inneren durch heilige Worte versiegelt. Was soll das bedeuten? Vielleicht, dass sie durch Dings versiegelt worden ist? Auch hier gibt es noch etwas. Obwohl ich hoffe, dass das Siegel niemals gebrochen wird und obwohl du nun schon seit vielen Jahren vermisst wirst. Wenn das Siegel gebrochen und das Reinigungsritual durchgeführt werden muss, hoffe ich, dass du derjenige sein wirst, der es bricht. Die dritte Zeile der heiligen Worte ist etwas, das du in der Vergangenheit oft gesagt hast. Etwas, das ich nicht verstehe? Lass Paimon sehen. Aber wenn derjenige, der das Siegel auflöst, mein Nachfolger ist, dann gibt es einen zusätzlichen Schritt, den du gehen musst. Es gibt 4 große Geister und 3 Speichen in Mitsudomoe. Ich habe 3 Shikigami hier als Wächter aufgestellt. Nur wenn sie alle hier an einen Ort versammelt sind, kannst du fortfahren. Ich würde dieses Schloss nicht als besonders nützlich bezeichnen, aber sie sollte immer noch dazu dienen, einige kleine Diebe abzuwehren. Was ist denn? Dann müssen wir eine Lösung finden, sonst wären wir nicht besser als kleine Diebe. Wir noch einen Schlüssel. Und wir haben Lisa. You're in for a little shock. Blitz. Tatsächlich. Okay, da war so eine Notiz. Wo ist dieses Notizding? Ich sehe es gerade nicht. Ist das hier drin? Naja. Die Mauern wurden mit heiligen Worten an ihren Platz versiegelt. Es gibt 4 große Geister und 3 Ene in Mitsudom. Ich habe 3 Schichten. Ja, gut. Nur wenn sie alle an einem Ort versammelt sind. Okay. Da oben. Ich sehe ja wieder so ein Symbol auf der Karte.
Ich kann mir vorstellen, dass es wieder nach unten gehen muss. Es sieht stark danach aus. Oh, da könnte sogar ein Gang sein. Aber bevor ich runterspringe und wieder den ganzen Weg zurückklettern muss, weil ich unnötig gesprungen bin, dann würde ich erstmal hier noch weiter erkunden. Und zwar da vorne. Es ist schon eine coole Atmosphäre. Nein, dich skippe ich erstmal. Wieder verschwunden. Oh, wie schrecklich. Was ist das hier? Ach, diese Narkokraut, ja, genau. Wir nähern uns auf jeden Fall diesen Baum. Ey, da ist noch so eine. Nee, das ist keine diese Chirin, keine Ahnung, wie diese Gegner heißen. Bet you can't keep up with me. Tatsächlich nicht. Ach, das Monster, was wie die Roboter von Dying and Franks aussehen. Jedenfalls eine Jungfrau der Fatui, die Wasserspiegel benutzt, um zu kämpfen. Wenn einige ihrer Fähigkeiten die Figuren treffen, verleiht sie der Figur die Markierung Wasserspiegelscherben. Diese Jungfrau tritt dann in den Zustand Polarisation ein und wird dadurch verstärkt, sobald sich die Figur mit der Markierung Wasserspiegelscherben in der Nähe befindet. Also ist das komplett useless mit Come a little Dings? closer. Ah, komm näher, komm näher, komm näher. Das ist das Wasser. Ich hätte eher an was anderes gedacht, aber gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht diesen komischen Spiegelding kriege. Nur sie kann ihre Sachen sonst wo spawnen. So. Ja, ich konnte wieder nicht ausweichen, weil keine Ausdauer und so. Da bist du. Das ist jetzt diese komische, besagte Fähigkeit. Oder Verstärkung. Gut, solange sie Dings ist. Versuchen wir es mit Eis. So. Zack. Headgeschottet. Ah. Zack. Zack. Aus mit dir. Ich bleib wieder stecken auf diesem Fels hier. Oh ne, ich bin in dieser Attacke irgendwie. So. Kristallplasma. Okay. Prisma, sorry. Das Lichtbeam kann mit solchen Prismen können Trugbilder erzeugt werden, was solche Geräte sozusagen die Macht gibt, die Herzen der Menschen zu beeinflussen. Ab Stufe 40. Okay. Was ist hiermit? Okay, Lisa, du bist ja ein bisschen größer. Aber ich bin nicht groß genug. Oh. Irgendwo in die Richtung müsste dieser Baum sein, oder? Aber wahrscheinlich da oben, aber. Krass, wie es aussieht. Aber ich muss ja dieses Ding. Diesen Schrein untersuchen. Ich gehe mal kurz nach oben zu checken. Oh, wieder diese komische Blume. Ich sehe gerade auf den ersten Blick jetzt nichts. Okay, kann ich hier in diesen Schrein rein auch? Ne, ich glaube aber eher nicht, oder? Ich muss irgendwie was vereinen. An einen Ort bringen. Ach, die ist wieder da. Habe ich dann jetzt was gelöst? Sieht so aus, als ob sie sich verschwindend an bestimmten Regeln hält. Schauen wir uns das genauer an und versuchen die Regel rauszuholen. Genau das ist deine Aufgabe. Gibt's die denn nochmal? Okay. Sprechen wir sie an. Wo bewegt die sich dann hin?
Nicht zum Schrein. Ist dann wahrscheinlich da oben. Genau, sie ist jetzt da. Dann gehe ich jetzt die nächste hier mal ansprechen. Genau, die verschwindet, ist jetzt da oben. Wenn ich sie jetzt nochmal anspreche, tauscht sie einfach den Platz hier vorne, oder? Ah, nee, hier ist sie nicht zurückgekehrt. Okay, dann ist sie wahrscheinlich rechts bei diesem Ding, oder? Hier vorne ist sie. Ne, ich quatsch die zuerst an. Hier ist nur eins. Dann ist sie wieder nach unten. Okay. Du gehst dann wieder nach oben. Okay. Moment mal, Moment mal, Moment mal. War die nicht eben direkt da? Nee. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach, hier, da gibt es wieder so ein Rätsel. Ah, okay. Wo gehst du dann hin? Da hinten. So, wenn ich sie jetzt anquatsche, müsste sie da auch Richtung Ding hier gehen, oder? Ja. Ist das denn zielführend gewesen? Lass mir doch ein Notiz lesen. Ich habe drei Shikigami hier als Wäscherplätze. Nur wenn sie alle hier an einem Ort versammeln, kann man fortfahren. Ja, ich müsste vielleicht nochmal ganz nach unten laufen. Wo ist die denn? Habe ich sie eben übersehen? Okay, nee. Wer ist die denn? Schriftsteller. Ja, werde ich jetzt noch nicht anquatschen wollen. Nur was ist mit drei? Das sind doch nur zwei, oder? Ich bin gerade wieder... Also Rätsel sofort auf Anhieb lösen ist manchmal echt problematisch bei mir. Manchmal bin ich ziemlich gut, manchmal richtig schlecht. Weil wenn ich die anquatsche, gehen die wieder zu ihrer Ausgangsposition. Oder... Ja, die wird da wieder zurückgehen. Die wird nämlich nicht da hochgehen. Genau, da ist sie wieder. Das heißt, sie wird jetzt wieder auf diese eine. Ja, ja, ja. Genau, hier vorne sein. Oder kann man irgendwas bewirken, dass sie vielleicht durch die andere blockiert wird und deswegen woanders gehen muss? Ich glaube, ich stehe gerade wirklich krass auf den Schlauch. Genau, jetzt kann die andere nämlich nicht dahin. Und zwar die hier. Das heißt, hier geht zum Schrein. Da oben ist sie. Ich quatsche sie nochmal an. Ich werde es jetzt noch zweimal machen und gucken. Da vorne ist sie einfach nur. Mir fehlt aber eine in der Sammlung. Mir fehlt hier eine in der Sammlung. Oder muss ich diese Steine auslösen? Ich glaube, ich habe eher nicht. Ich versuche es nochmal. Einfach mal so provisorisch. Damit es nicht heißt, dass ich das ausprobiert habe. Zack. Zack, 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 komm.
Freeze! Oh, die habe ich schnell runtergehauen? Nein, ich habe das Rätsel gelöst. Oh, okay. Dodge this. Danke. Kann man so sagen? Oh, das war daneben. Das war daneben. Das war getroffen. Ich habe dieses Rätsel durch diese fliegende Viecher gelöst, ey. Nice. Okay. Also war das nichts Relevantes für diesen Rätsel, nur... Wo ist die dritte? Ich gehe hier einmal rum, um zu checken, ob ich vielleicht nicht doch hinterm Busch was versteckt hat. Ach, da ist wieder so ein fliegendes Ding. Da gibt es wieder so eine Verbindung. Oha, direkt kurz neblig, da ist Aussichtsplattform. Da ist, glaube ich, ein Gegner. Also könnte ein Gegner sein. Ja, vielleicht lasse ich das erstmal. Ich gehe mal nach oben. Kurz warten. Den Ausdauer und so weiter. So. Was war das für ein Geräusch? Ah. Oh, nee, ne? Bisschen blöd, dass es hier so ist. Gut. Amber haut die richtig krass weg. Tschö. Ja, die muss jetzt hochkommen. Mist. Ich hab sie echt runtergekickt. Naja, fast. Aber die wird sich resetten, wenn sie sich jetzt bewegt. Zack. Zack. Irgendwie absorbiert die alle Hits, ne? Ah, nicht ganz. Schnell hoch, ich will nicht runterfallen. Ja, ja, ja. Alter, er hat mich doch wegzustoßen. So. Zack, 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 zack. Zack. Und tschüss. Nee, ist das mies. Ich werde aber trotzdem immer wieder beleben. Geben ihr was zu essen. Das Symbol mit dem Essen. So. So. Reicht erstmal. Ach, das war der falsche Charakter. Ah, die kommt runter. Nice. Jetzt kann die sich auch bewegen. Alter. Wollt ihr nicht lieber auf die Puppe? Alter, die ist schon wieder aufgebaut. Was aber uns nicht aufhalten wird. Zack. Ah, es wäre nice, wenn sie umfällt. Machen wir es halt so ein bisschen näher. Ei. Oh, wieso muss sie sich kurz wegteleportieren? Alter, was ist denn los auf einmal? Muss ich doch die Ulti von links. Ich habe Fortschritte gerade bei ihr. Ich weiß, einfach alles drauf. Zack. 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 Jetzt ist sie weg. Nein, oder? Nee, doch. Ich habe sie besiegt. Ich dachte, die hat sich resettet, ey. Mann, jetzt lass mich nochmal da hochklettern und das Ding machen. Und dann mir einen Überblick hier auf diese Region verschaffen. So. Ja. Ja, gut. Da war das Rätsel auch schon halb gelöst gewesen. Glück für uns. So, wie ist das jetzt aber mit den Dings? Hier ist die eine. Die zweite ist da hinten. Was ist das da am Leuchten hinten? Ah, aber es gehört nicht zu dieser Region. Ansonsten sehe ich gerade nichts. Muss ich echt hier runter?
Auf jeden Fall ein interessantes und doch cooles Rätsel. Gut, da da Gegner sind, waren wir noch nicht da gewesen. Zumindest nicht auf dieser Seite. Okay, dann werde ich mir das hier mal anschauen. Ah. Zack. Ich habe keinen getroffen. Alter, der hat immer noch nicht die Puppe erwischt. Zack. Alter, der kriegt ganz Schaden. Ach so, dieses komische Vieh macht das. Ah, komm schon. Die sind echt schnell. Bei so einem Hä? Wo wurde ich denn jetzt getroffen? Durch das Feuer, was auf dem Boden war? Puppe müsste er jetzt jeden Moment sehen. Ah, meine Ulti macht einfach Schaden. Naja, gut. So. Können wir jetzt hier gucken, ob wir da was sehen. Vollen 3. Wo ist mein Denkfehler? Da muss ja hier noch eine rumstehen. Was steht denn da? Achso, okay. Vielleicht ist es wirklich in diesem komischen Fels, den man zerstören kann. Dass sich hier eh teleportieren. Das ist ja möglich für sie, diesen Dings zu erreichen. Ja, komm schon. Genau, das hier. Ach, das ist dieser komische Käfer wieder. Oh, ich bin zu tief dafür, um den zu treffen. Zack. Zack. Nee, ist nur eine Truhe gewesen. Okay. Nach oben gehört das noch dazu. Ich muss hier drauf klettern. Ich bin nämlich schon zu tief dafür. Zack. Aber man kommt hier nicht rein. Okay. So, dann gehen wir mal hier weiter hoch. Ausdauer. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden, aber schaffen wir noch. So, dieses Rätsel hatten wir gelöst im Kampf. Ich gucke nochmal hier, aber da haben wir auch eben nichts gesehen. Oder muss ich hier weiter nach oben? Aber da waren wir auch eben gewesen. Na komm schon, so. Sieht auch nicht mehr so aus, als wäre es ein Teil von diesem Ring. Es sieht aber schon krass aus, also gefällt mir echt. Leuchten die Geister hier ganz zufällig auf irgendeine Art und Weise? Nein, sonst muss ich da runter. Ja, du bist im Wasser. So. Zack. 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 Na, ja, du warst nicht mehr nass, leider. Komm schon. Komm dich weg. Jetzt bist du nass. Jetzt bist du immer noch nass und eingefroren. Geschnittener Blitz. Ja, war das dieser Stein? Ja. Okay, gibt es denn hier ein Geheimnis? Nein. Hier haben wir ein paar Brocken. Na komm schon. Na komm schon, lass mich doch das. Nee. Muss ich echt einen Schritt zur Seite gehen. Na komm schon, noch ein bisschen. So.
So. Ja, das habe ich irgendwie viel besser. Na gut. Gut, weiter im Text. Ich gehe hier mal rum. Hier muss es ja was in der Nähe geben, damit ich durch so eine Wand laufen kann. Vielleicht ist das ja... Ah ne, das ist hier wahrscheinlich dann, ne? Hier ist ja so einiges. Ich wurde gesehen. Ich wollte extra nicht weitergehen. Aber das ist eh ganz weit außerhalb des Kreises. Ich mach mal diesen Teleporter. Der hier, Aussichtspunkt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Du, aktiviert. So, jetzt gehe ich mal diesen Schrein von unten nochmal an. Da gab es ja eine Stelle, wo es halt scheint, also wo es halt so aussah, als wäre da so irgendwie, weiß nicht, irgendwie was. Und da ist tatsächlich was. Das Problem ist, es ist wahrscheinlich der Ausgang. Okay. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, lass mich hier raus. Machen wir die Eispanzerung weg. Also komme ich nur unterm Ding hin, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Ist auch irgendwie einleuchtend. Ach, ich darf das Ding ja gar nicht berühren. Ja, hab's in der Falle. Lädt sich halt immer noch auf. So ein bisschen alles draufhauen. Machen wir noch sie. Machen wir noch Feuer wieder. Und dann die Puppe hinterher. Und dann haben wir schon vieles aufgeräumt. Oh, die Blase hat es aufgefangen. So. So. Hier, Lisa, du. Also ist das der Ausgang. Das heißt, wir kommen da irgendwo rein. Oh, nice. Bevor ich das mache, ich will die Schuhtour. Ach, da liegen noch einiges an Materialien. Ach, das müsste es Lisa Welt sein. Einfach hier alles elektrisch und so weiter. Und wir wissen ja, wie ja, sadistisch sie sein kann. Nun gut. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Ah, hier gibt es wieder diese Rätsel und... noch kam da nichts. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich weiß, was wir vergessen haben. Wir müssen ja diesen einen der Fuchse ja so anbeten. Und dann kommt ja dieses komische Item, was wir hier einsetzen können. Ach, diesmal ist das was anderes. Okay. Wissen wir aber schon mal Bescheid. Nur dafür müssten wir das Rätsel oben lösen. So, eins. Das hat uns auf jeden Fall nicht weitergebracht. Nicht direkt zumindest. Ist er für hinterher gut zu wissen. Ist da ein Loch? Ne. Müssen die sich vielleicht woanders ansammeln? Eigentlich müssen sie aber diese Statue ansammeln. Und zu dritt. Weil die ist ja hier. Die wird ja wieder gehen. Ich sehe die beiden ja vor mir. Das war nicht die gewesen, ne? Die müsste ja wieder... Ja, oder da oben sein, ja. Ja, interessant. Definitiv. Irgendwas... Da hinten. Ja, das Problem ist,
Die geht jetzt wieder ganz nach unten. Oder direkt da oben hin, ja. Ich habe eine Vermutung. Ach, da ist noch so ein Käfer. Na, Ausdauer wieder. Da sind diese komischen... ups, das war die falsche Taste. Ich wollte X drücken. Ja, so. Diese... Das war ja da unten irgendwo. Da, genau, da unten. Dass ich das nehme, schnell hochkletter und dahin laufe. Ob er mich dann sozusagen auch als einer der Dinger ansieht. Nur das hier, ich habe gerade keine Ahnung. Ah. Sakura-Blüte. Vielleicht müssen sie hier gar nicht hin. Kurz nochmal was gucken, ob da oben... Na ja, komm schon. Genau, das waren diese Würfelrätsel-Dinger. Ah, da ist so ein Ding, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich stelle mich gerade richtig dumm an. Aber auf der Rückseite ist doch nichts. Relaisstein. Achso, ich dachte, da hat sich was geändert. Relaisstein. Gott. Aber auf jeden Fall sehe ich hier auch keinen Geist, nur. Das ist bestimmt nur für die Schatztruhe. Ah, jetzt gehen die mir ein bisschen auf den Nerv. Zack. Okay, Amber. Zack. Ah, jetzt, wo sie gerade aufhören wollten. Ah, ich will nicht zu tief. Das Ding. Nehmen wir nochmal Lisa dafür. Kurz warten. Dann komm schon. Hoch mit dir. Löse ich dadurch was aus? Die Mauern wurden mit heiligen Worten an ihren Platz versiegelt. Es gibt 4 große Geister und 3 Ebenen in Mitsudome. Ich habe 3 Shikigami hier als Wächter platziert. Nur wenn sie alle hier an einem Ort versammelt ist, kann man fortfahren. Okay. Mitsudome. 3 Ebene. Wird nicht angezeigt als Name. Ich sehe sonst nicht. Inazuma. Was ist das denn? Nochmal. Kampffront der Maschine, okay. Das ist interessant auf jeden Fall. Die ist sonst nirgendwo gefangen oder so. Naja gut. Dann ist es erstmal so. Ich würde mal sagen, wir sehen uns erst in der nächsten Episode wieder. Vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, weil ihr mich so am besten und am aktivsten unterstützen könnt. Ihr müsst dann auch meinen YouTube-Kanal nicht immer heraussuchen. Das heißt, ihr verpasst auch keine weitere Folgen. Ihr könnt auch dann erst das Glockensymbol anklicken, was ich euch empfehle. Dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte, denn ich streame auf YouTube und nicht auf Twitch. Ansonsten werden Streams-Zeiten auf meine Social-Media-Kanäle angekündigt, die ebenfalls verlinkt sind. Zwischendurch poste ich auch mal Clips von anderen Spielen, einfach mal so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche es in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.